Hier war auch noch irgendwo ein Stein. Da. Den nehmen wir noch mit. Da oben ist auch noch ein Stein. Bevor ich jetzt dahin gehe, weil ich weiß, das wird wahrscheinlich da oben sein. Sieht zumindest danach aus. Grabe ich hier nochmal alles ab. So, pass auf. Was haben wir denn? Ach, Schildkröten. Ich dachte schon. Ich dachte, das wäre ein Krokodil. Da ist auch noch eine Falle. Und hier ist noch ein Stein. Ich glaube, da kämpfen schon welche. Hier ist auch ein... Ah, guck mal hier. Geil, voll die Falle. Warte. Tot und frisch, bärnig weit. Ah, da oben ist er. Da oben ist er. Der wird wahrscheinlich jetzt gleich runterkommen. Ich frage mich, wofür ich die Fallen eigentlich hier unten gebaut habe. Wenn der eh oben ist. Ich könnte natürlich... Läuft da Blut runter? Ach, wie krass. Da läuft Blut runter. Das ist ja übel. Ich werde trotzdem hier lang gehen und nicht oben hochklettern einfach an der Klippe, weil das ist mir zu gefährlich und zu riskant. Denn wenn der gleich hier aufkreuzt und rund und wir rennen dann einfach mal runter. Oh Gott, das wird so ein... Boah, das wird so eine Schlacht, glaube ich. Das wird so eine böse Schlacht, wird das. Da können wir noch eine Falle bauen. Die machen wir natürlich auch fertig. Dafür brauchen wir natürlich jetzt auch ein paar Ressourcen, aber ist mir egal. Wo ist er? Ach, da sind auch noch... Oh Gott. Ach, da sind auch noch andere Gegner. Oh Gott, nein. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich habe ja gedacht, wir sind mit dem Bären hier alleine. Aber von wegen. Damit es ja noch schwieriger wird, brauchen wir noch ein paar Gegner hin. Natürlich. Warum denn nicht? Hau ab, du dämliche Ziege. Ich baue hier mal ein paar Fallen auf, in der Hoffnung, dass er da gleich reinrennt. So, ich glaube, jetzt geht's gleich los. Da ist noch jemand. So, pass auf. Jetzt aber. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir den irgendwie... Entschuldigung. Dann irgendwie hier ranlocken können in die Fallen und alles. Ich mach mal noch ein paar mehr Fallen. So, dass wir hier kein Problem haben damit, dass er da gleich reinläuft. Hier sind auch überall die Bienenstöcke, die können wir auch abwerfen. Ich hoffe, das bringt was bei ihm. Da ist auch noch eine Falle. Dafür nutze ich jetzt mal ein bisschen die Möglichkeiten, die wir hier haben. In der Hoffnung natürlich, dass er da reinrennt. So. Jetzt kann's... wo kommt er denn her? Geh, du Penner. So. So, wo ist er denn? Da hinten läuft er. Jetzt haut er ab nach unten, oder was? Wo ist denn hier einer? Ach, da oben. Jetzt gehen die mir tatsächlich auf den Sender. Sie sollen abhauen. Vor allen Dingen, er ist jetzt nach unten gerannt. Wie mies ist das denn? Hier, geht tot. So. Geht tot. Wo ist der Bär? Kommt er nicht, oder was? Er soll herkommen. Na komm, komm. Ja, komm her. Komm, ich hab da was für dich. Komm. Na komm. Oh, jetzt kommt er. Oh, 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 wow, wow, wow. Na komm. Jetzt haut er auch noch ab. Ich glaub es nicht. Läuft der nicht in die Falle?
Wie, oh Mann, Mist, jetzt fehlt uns... Oh, Hartholz. Oh Gott, ey, jetzt muss ich hier unbedingt Hartholz sammeln. Weil wir die Fallen hier alle verbraten haben. Das Hartholz. Hier ist auch noch ein bisschen was. Aber wir haben jetzt schon mal... Uah, oh Gott, der kommt. Oh Gott, uah, oh Gott, der kommt. Aua, aua. Uah, geh weg, geh weg. Aua, lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich, lass mich. Lass mich. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Sollte vielleicht nach unten locken. Gizmo, komm her. Gizmo. Der soll herkommen. Uah, der kommt. Uah, der kommt. Uah. Wo haben wir denn die Fallen gebaut? Ja, lass mich. Jawohl, sehr schön. Sehr schön, er ist in die Dings reingelaufen, in unsere Falle. Sauber. Hartholz möchte ich mitnehmen. Hallo, ich möchte Hartholz mitnehmen. Ja, erstmal auf, weißt du, ganz entspannt erstmal ein bisschen... Ganz entspannt erstmal ein bisschen Holz mitnehmen. Wir haben ja die Zeit. Ich frage mich, wo unsere Fallen... Aua, wo unsere Fallen sind. Hier ist eine Falle. Ja, das gibt's auch nicht. Da ist ein Bär. Interessier dich mal lieber für den Bären. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich muss mich hier permanent heilen. Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Aua, Alter. Sag mal. Das gibt's doch gar nicht. Geh doch einfach mal sterben. So, geh doch einfach mal sterben. Und wo ist jetzt hier unser... Wo ist unser Gizmo? Ah, hier. Komm mal her, Gizmo, ich muss dich mal heilen. Nee, nee. Boah, ist das gerade spannend, ey. Das gibt's doch gar nicht. Vor allen Dingen, wo ist er jetzt? Oben ist er. Ich war mich gerade die ganze Zeit nur am Heilen. Bisschen Hartholz können wir echt hier ein bisschen farmen. Weil, da brauchen wir ja für die Speere. Vor allem, wie mies ist es, wenn er in die Falle läuft? Der ist sofort wieder aktiv. Ich dachte, der wird irgendwie aufgehalten oder so. Aber Arschlecken, 1,50 Mark. Ist er in eine Höhle gerannt? Ich glaube das nicht. Ein bisschen Südstein noch mit. Und ein bisschen hier von dem Holz. So, wo ist er denn? Jetzt haben wir nicht das hier... Nein. Jetzt habe ich doch tatsächlich die ganzen Dings, habe ich, aufgebraucht. Damit er hier in die Höhle rennt, oder was? Das ist doch nicht wahr. Das ist doch jetzt nicht wahr. Wow, was? Alter, erschreck mich doch nicht so. Okay, pass auf. Hier mache ich mal eine Falle. So. Wo ist der denn? So ein Mist aber auch. Natürlich, er schleicht sie von hinten an. Natürlich. Aua, lass mich, lass das, lass das, lass mich, lass das, lass das, lass mich. Komm mal hier. Alter, wie viel der verträgt, ey, das ist ja unfassbar. Unfucking fassbar. Nein, 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 lass das, lass das, lass das, lass das, lass das, lass das, lass das. Oh, ich sollte, ich sollte mich heilen, ich sollte mich heilen, ich sollte mich heilen. Heil dich, 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 heil dich. Komm, 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 komm. Wo ist der? Wo ist der? Alter. Ja, der ist festgebackt. Jawohl, jawohl. Mist, der war festgebackt, Alter. Der war festgebackt. Scheiße, der war festgebackt, ey. Scheiße, fuck. Der war festgebackt, aber der hat gut eingesteckt von uns. Hier ist noch eine Tasche. Kriegen wir da ein bisschen Hartholz? Nein, natürlich nicht. Verdammt. Ich werde den mal entzünden. Vielleicht bringt das was ein bisschen mit Feuer.
So ein Mist aber auch. Ich habe gedacht, der wenigstens jetzt... Pennt er da jetzt? Nee, ne? Ah, Speere. Jawohl, sehr schön. Wir haben Speer. Boah, Alter, ist das krass gerade. Was eine krasse Jagd. Also wenn die anderen noch so heavy sind, alter Finne. Da will ich gar nicht wissen, wie so ein Säbelzahntiger drauf ist, weil so ein Bär geht ja noch einigermaßen. Aber alter Verwalter, das ist ja alter Verwalter. Höhle des großen Narbenbären. Okay, pass auf. Ach, ich kann keine... Nein, ich kann keine Pfeile auch mehr herstellen. Ich sollte damit sparsam umgehen. Wo ist er denn? Da ist er. Guck mal. Du brennst jetzt. Ja, brenn du Sau. Jetzt brennt der und jetzt wird er auch mehr brennen. Klettert hoch. Jetzt kriegt er natürlich Dauerschaden durch das Feuer. Ist natürlich super für uns. Aber Nachteil. Aua, Alter. Nachteil für uns, der ganze Busch brennt. Er nimmt auf jeden Fall immer noch Schaden. Das ist schon mal gut. Ich glaube, der ist gleich down. Ich glaube, der ist gleich down. Aua, lass das, lass das. Lass das, lass das, lass das, lass das, lass das, lass mich. Lass mich, lass mich, lass mich. Ich glaube, der ist gleich down. Ich glaube, der ist gleich down. Der hat nicht mehr so viel. Wieso greift denn unsere Bestie nicht an? Gizmo, greift ihn an. Alter. Yeah! Jawohl. Yeah! Zähme den großen... Oh nein, verdammt. Wir hätten ihn zähmen können. Können wir ihn zähmen? Wie geht das? Kann ich hier was hinwerfen? Wie kann ich ihn denn zähmen? Ah, hier. Jawohl. Kann ich ihn streicheln? Oh, der hat aber gut gelitten, ey. Verdammt. Weißt du, erst bekämpfen wir ihn. Yeah! Großen Narbenbärenjagd abgeschlossen. Der arme Kerl. Kann ich mir 9 rufen? Kann ich bei Ikea 9 bestellen oder so? Verdammt, wir haben nichts mehr. Kann ich ihn streicheln? Ja, ist doch gut. Ja. So, pass auf. Kann ich ihn auch reiten? Also, das klingt ein bisschen falsch, ich weiß, aber hat man mir nicht gesagt, man kann solche Tiere reiten? Und entsenden? Zurückrufen? Ich dachte, man kann die auch reiten. Okay, pass auf, dann komm mal mit. Alter, wie viel Kraft hat der? Alter, Stärke 5 Punkte. Gut, der ist zwar nicht der schnellste, schleichen kann er auch nicht, aber eine gute Tempo 3 ist schon mal... Ich glaube, das war eine gute Wahl, den jetzt als Begleiter zu haben. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kommen wir hier raus aus der Höhle? Ah, hier, glaube ich. Kann ich den mal wegschicken, mal eben? Ob der dann weniger Narben hat? Aber der heißt ja der Narbenbär, ne? Nicht Nasenbär. Geh mal eben weg. Ciao. Boah, wir müssen unbedingt jetzt sammeln gehen. Unbedingt. Wir haben kaum noch Holz und alles. Pipapo. Wir müssen definitiv... Boah, was habe ich mich vor den Fledermäusen erschreckt, Alter, finde. Wir müssen... Was war das denn? Mach da erstmal einen Köpper. Alter Verwalter, was habe ich mich gerade vor den Fledermäusen erschreckt? Oder erschrocken? Erschrocken? Wie komme ich hier raus? Hallo? Ich bin gefangen in der Höhle. Wie komme ich denn hier... Hier vielleicht? Lauf ich? Ja, ich glaube schon. Ja, geil. Boah, Gott sei Dank. Was ist das denn da? Oh, Tageslicht. Tageslicht. Wenn ja, Rettung. Hartholz. Ja, brauche ich Hartholz. Ich weiß, ich habe nichts mehr. Na, geh doch, schlag doch. So, ciao. Riss ein auf die Birne. So. Jetzt mal den Benny in Ruhe. Wir brauchen noch ein bisschen. Haben wir jetzt 100? Haben wir 100? Haben wir 100? Haben wir 100? Haben wir 100?
Bevölkerung ist jetzt 100? Na, ist Bevölkerung jetzt 100? Naja, egal. 99. Plus 1 heißt für mich 100. Na, du rufst niemanden hier um Hilfe. Bleibst, Alter. Oh, leg dich hin. Leg dich hin, zieh dich aus. Ich muss mit dir reden. Was ist das denn da? Was ist das denn? Ist auch ein Bär, ne? Der badet sich gerade. Boah, so ein kühles Bad könnte ich jetzt auch gut gebrauchen. Aber wir müssen unbedingt hier Holz sammeln und alles. Damit wir ein paar Speere herstellen können. Boah, Alter. Und Kohle. Kohle wollte ich sagen. Keulen auch. Und Pfeile. Boah, wir müssen so demnächst müssen wir looten gehen. Oh, oh Gott, 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 ciao. Na, na, oh, das war so klar. Na, das war so klar. Du kleiner Penner. Ciao. Alter, ich bin gleich so tot. Ich bin gleich sowas von tot. La, 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 la. Und hier ist so viel Holz am Rummel stehen und... oh Mann, hier, krabbel, krabbel. Krabbel, krabbel. Das war so klar. Weißt du was, jetzt geht er mir so auf den Sender. Warte mal ab. Ich rufe jetzt mal meinen Kollegen und jetzt kriegst du gleich. Warte mal ab. Jetzt kriegst du alles, was du brauchst, Alter. Na, ist immer noch Großfresse? Greife mal an, bitte. Nicht anfauchen, angreifen. Guck, wie abhaut. Feige Mistsau. Entschuldigung. Ich muss mal ein bisschen, während die da gerade kämpfen, muss ich ein bisschen sammeln gehen. Weil wir brauchen es ja. Was? Ach, da war ein Gegner. Oh, aua. Na mal. Hab ich gar nicht mitbekommen. Das geht so schnell. Gar nicht mitbekommen, dass da ein Gegner ist. Ja, komm her. Nee. Hier, für dich. Ist der das nicht? Ah doch, hat er wohl anscheinend. Hat wahrscheinlich keinen Hunger gerade drauf. Hat genug Fleisch bekommen. Ich weiß noch gar nicht, ob er den Säbelzahntiger jetzt erledigt hat. Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Holz hier einsammeln. Oh Gott, nein. Ey, das ist doch nicht wahr. Alter, die Nerven. Wie die Nerven. Ich hau ab hier. Ich muss woanders... was war das denn? Achso, da können wir wieder bauen. Nee. Können wir jetzt ein paar... Ja, 24 Dings, eine Keule und wir brauchen noch... Tierhaut brauchen wir. Okay. Es tut mir leid. Haben wir es Tierhaut bekommen? Nein, haben wir nicht. Guck mal. Nein, was macht... nein. Hä, ich blicke hier gar nicht mehr durch. Boah, was für ein Damage der macht, der Bär. Ist ja... Alter, was? Was für ein Damage der Bär macht, ist ja unfassbar. Der Drecksack. Komm mal, ich muss dich mal heilen. Hier. Großelch häuten wir mal. Alter, wie... Was hier gerade los ist, ist unfassbar. Toll, jetzt habe ich schon wieder... Mann, wir sind so am Arsch. Wir müssen hier echt weg. Wir müssen zusehen, dass wir hier erstmal wegkommen. Das ist hier oben so mies. Pass auf, wir machen jetzt erstmal eine Schnellreise. Erstmal wieder zurück zu unserem Dorf. Alter, Finne. Ach, guck mal an, die anderen sind aber auch noch da. Also hier der Säbelzahn. Dings ist noch da. Hier unten der Schneeblutwolf. Und oben ist wahrscheinlich immer noch das Mammut, ne? Ah ja, boah, das Mammut, da habe ich auch noch Respekt vor. Pass auf, reisen wir mal eben schnell zu unserem Dorf, damit wir da so ein bisschen Ruhe haben. Das war ganz schön anstrengend, Alter. Das war was für eine Action vor allen Dingen, das war. Das hätte ich jetzt nie im Leben gedacht, dass das so eine Action ist.
Vor allen Dingen, da haben wir noch den Elch haben wir jetzt noch bekommen und so. Das war schon, ja, das war schon schön. Gut, jetzt können wir natürlich nichts mehr herstellen an Speeren und Keulen. Ich würde natürlich, könnte ich jetzt hier an diesem Belohnungslager dran gehen. Klar, könnte ich jetzt machen. Aber ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Dafür sammle ich viel zu gerne bei diesem Spiel. Dafür sammle ich viel zu gerne. Das macht so viel Spaß. So, wir können aber, ja, geil. Siehst du, wie gut, dass wir Südsteinstaub und sowas gesammelt haben. Wir können unsere alte neue Keule, verbessern auf Stufe 4. Yeah. Schaden 7, Haltbarkeit 8 und Geschick 8. Sehr schön. Schwung trifft mehr Gegner. Wurf betäubt Gegner. Und wir können sogar unseren Speer upgraden von 4 auf 5. Yeah. Schaden 6, Haltbarkeit 7, Geschick 6. Wie geil ist das denn? Wir haben komplett oben alles vollständig verbessert. Sehr geil. Feier ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Feier ich. Feier ich, feier ich. Hast du mal gesehen, wie der Speer jetzt aussieht? Boah, geil. Und die Keule. Alter. Alter Finne. Alter Finne, wie geil ist das denn? Mein Gott, war das aufregend. Und vor allen Dingen auch für mich eine sehr, sehr aufregende Session. Denn, ja, meine Aufnahmesession ist jetzt mal wieder vorbei. Ich habe jetzt, ja, so gute 2 Stunden aufgenommen. Und, ja, das reicht jetzt erstmal fürs erste Mal wieder. Mache ich mir wieder ein kleines Päuschen und spiele demnächst wieder weiter. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein, wenn es dann wieder heißt. Far Cry Primal hier mit dem Flexi. Und ja, macht's gut. Tschüss.